Moin liebe Freunde, was geht ab? Ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderschönen Tag. Heute reden wir gemeinsam über den neuesten PUBG-Patch, der heute rausgekommen ist. Und ich kann euch eins sagen, da gibt es einige, meiner Meinung nach wirklich sehr sinnvolle und geile Änderungen. Zum einen haben wir natürlich die neue Waffe, die Mini 14, die ich euch etwas näher bringen werde. Das Foggy Weather, also das neblige Wetter, was meiner Meinung nach eine extrem geile Erweiterung ist. Ich habe ein paar Runden gespielt und muss sagen, insane. Als natürlich auch noch ein paar kleinere Änderungen, wie zum Beispiel neue Soundeffekte und so weiter und so fort. Und wenn euch das Video am Ende gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und kommentiert, was ihr vom neuen Patch haltet. Hilft mir und hoffentlich hilft das auch euch ein bisschen. So, kommen wir zum Mini 14, eine Waffe, die auch von mir mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Denn das ist die erste quasi semi-automatische Sniper-Rifle mit 5,56er Munition. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein sehr, sehr geringen Bullet-Drop, ein sehr, sehr genaues Spray-Muster und ein relativ großes Magazin im Vergleich zu K, AWM oder sogar auch der SKS. Nachteil bei ihr, weniger Schaden als die 7mm Konkurrenz und wesentlich weniger Slots zum Aufbessern als die SKS hat. Auf der Mini 14 zu finden sind natürlich ein Scope-Aufsatz, der vom Red Dot bis zum 15er Scope alles hält, als auch ein Vorderaufsatz für Mündungsvordämpfer, Kompensator oder Schalli und ein erweitertes Magazin. Im normalen Magazin könnt ihr bis zu 20 Kugeln halten, im erweiterten Magazin sind es dann bis zu 30 Kugeln. Das Spraymuster der Mini 14 ist relativ genau, also geht quasi fast schon gerade nach oben und ist dank geringen Recoils auch sehr, sehr einfach auf ihr Ziel zu halten. Ich werde die Mini 14 in den nächsten Tagen mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und besonders in Kampfsituationen mit der SKS vergleichen, da sie quasi ihr direktes Pendant ist. Waffentechnisch außerdem getan hat sich, dass die Tommy Gun, die bis dato Loot Crate Only war, jetzt überall in der Spielwelt zu finden ist. Zwar mit einem gewissen Seltenheitswert, trotzdem überall zu finden. Kommen wir zum Foggy Weather, eine neue Wetteranimation, die meiner Meinung nach eine der besten Implementierungen der letzten Zeit ist. Denn das Foggy Weather bietet taktisch extreme Tiefe. Ihr seht das gerade hier, man hat vielleicht eine Blickweite von 100 Metern. Schattentechnisch kann man noch einigermaßen etwas erkennen, aber selbst auf naher Distanz sind, wie ihr hier seht, gerade Leute in Büschen fast unsichtbar. Also quasi dieses Buschcamping macht unglaublich viel Sinn im Foggy Weather. Ihr seid extrem schwer zu erkennen. Hauscamping an sich mit weiter Fläche, dagegen eher weniger, da ihr kaum scopen könnt. Ich meine, ihr habt super wenig Sicht auch auf Distanz. Dementsprechend kann man auch sagen, dass sich Scopes im Allgemeinen nicht mehr ganz so rentiert machen im Foggy Weather und man zum Großteil, wie in diesem Match zu sehen ist, fast nur mit einem Red Dot spielen kann. Die Nebengeräusche des Nebels, oh, da freue ich mich schon auf den Zombie-Modus, machen aber relativ wenig aus. Das heißt, auch hier kann man Steps noch sehr, sehr gut unterscheiden und das Foggy Weather ist mit Abstand nicht so laut wie zum Beispiel der Regen. Außerdem im Spiel implementiert wurden jetzt kleinere Animationen und Geräuscheffekte, wie zum Beispiel für Schmerzmittel, für Verbände, die ich denke mal auch auf nähere Distanz zu hören sind. Das heißt, liegt eine direkt neben euch und verbindet sich, könnt ihr jetzt hören. Eine zusätzliche Erweiterung, die man jetzt mit dem Patch eingeführt hat, sind Solo, Duo, Squad, First Person Rankings. Man hat ja bis dato diese ganzen First Person Modi quasi in einer Beta gespielt. Jetzt gibt es auch offizielle Ranking-Statistiken, die besonders die Leute freuen, die das Ganze sehr gerne competitive spielen wollen. Zusammengefasst muss ich sagen, dass ich dieses Update super cool finde. Das Foggy Weather finde ich sehr, sehr interessant und wird sich wahrscheinlich auch in weiteren Spielrunden als einer meiner Lieblingswetteranimationen herausstellen. Die Mini 14 ist wahrscheinlich nicht die beste Waffe im Spiel, aber ich finde es auch mal gut, dass man jetzt nicht eine neue Loot Crate Only Waffe raushaut, die total OP ist, sondern sich sagt, ja, solche Waffen muss es auch geben. Außerdem, alle Leute, die das A-Team geschaut haben, werden die Mini 14, denke ich mal, lieben. Zu den zusätzlichen Animationen und den Leaderboards für First-Person-Runden muss ich sagen, war absolut nötig, finde ich super gut und war nur eine Frage der Zeit, bis man das einführt. Besonders die Leaderboards für die First-Person-Sachen waren ja schon wochenlang gefordert und es war nur eine logische Konsequenz, dass Bluehole sich hier sagt, ja, die müssen wir zwangsweise einführen. Ansonsten war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei mir auf jeden Fall im Stream vorbei. Ich stream PUBG fast täglich. Unten in der Videobeschreibung mein Link. Kommentiert doch mal einfach in die Kommentare, was ihr vom neuesten Patch haltet. Was haltet ihr vom Foggy Weather? Was von der Mini 14, wenn ihr sie vielleicht schon gespielt habt? Und was ist das, was ihr am meisten in PUBG mittlerweile erwartet? Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Buddy.